AP. Er kann sich durchsetzen. Ja, den muss er besser klären. Mbappé. Könnte der Ausgleich werden. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Bernardo Silva. Das hat er nicht gut gemacht. Bernardo. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Er sucht die Chance. Ball wird hier erstmal geblockt. Er geht schön dazwischen. Bernardo. Jetzt Gündogan. Ist das die Möglichkeit? De Bruyne. Sie holen sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Rückstand für PSG. Das könnte die Gelegenheit geben. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Bernardo Silva. Ball ist bei Walker. Und jetzt Gündogan. Ball bei Bernardo Silva. Bernardo Silva. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. De Bruyne mit der Riesenchance. Tor für Manchester City. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gibt das den Anschluss? Die Torgefahr in Person, da zeigt es wieder. Nächster Treffer, Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Anschlusstreffer PSG, nur noch ein Tor hinten, weiter geht's. Gündogan. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder, sehr souverän. Ballverlust durch Walker. Ja, das ist ein guter Pass. Jetzt Neymar. Messi. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke kommt ins Zentrum. Gefährlich. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Jetzt können sie kontern. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Er hat die Chance. Tor durch Bernardo. Das macht einfach immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Gerade auch bei solchen Spielsituationen. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Gleich geht es in die Pause und ich glaube, wir können jetzt schon mal sagen, für PSG läuft absolut gar nichts zusammen heute. Wie ist da deine Einschätzung? Die Frage ist, wer soll hier die Wende bringen? Zwei Tore sind sie hinten und so langsam müssen sie sich irgendwas überlegen. Eine neue Taktik, eine neue Strategie. Bisher klappt wenig, klappt viel zu wenig. Und echten Anlass zur Hoffnung, den kann ich bisher noch nicht erkennen. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Ballverlust Verratti. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. De Bruyne mit der Riesenchance. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen.
Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine. Es geht weiter in diesem Spiel, liebe Zuschauer, und es läuft eigentlich alles für City. Haaland. Grealish. Bernardo. Und dann ist der Ball weg. Und Neymar. Am Ball Mbappé. So, kann PSG jetzt verkürzen. Riesenchance. Ganz sicher. Ah, klasse geklärt. Da können sie kontern. Die Chance für Haaland. Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Das sah gut aus, was sie da gemacht haben. Das können sie, das haben sie drauf. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. De Bruyne. Jetzt die Chance. Tolle Parade hier von Donnarumma. Jetzt kommt die Ecke. Machen sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Und jetzt wieder die Citizens am Ball. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Haaland. De Bruyne. Machen sie gut, Ball erstmal weg. Da wäre Platz für einen Konter. Jetzt Neymar. Immer noch diese Szene. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Weiter gefährlich. Stark gearbeitet. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Ei, das war Pech. Super Freistoß. Zentimeter fehlen. Ziemlich gute Ballbesitzstatistik, die wir hier auf Seiten von Manchester City bislang sehen. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Ja, starker Pass. Haaland. Die Fans wollen, dass Haaland schießt. Ganz sichere Parade. Ecke De Bruyne. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. De Bruyne. Oh, da geht er volles Risiko rein. Mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Ach, der Pfiff bleibt aus. Bernardo Silva. Riyad Mahrez. De Bruyne mit der Riesenchance. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Drei Tore ist City nun vorne. Weiter geht's in diesem Spiel. And number 16, Rodri.
Er zieht vorbei. Das macht er sehr gut. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh, das könnte was werden. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bernardo. Ah, gefährlich. Fans ermuntern Bernardo Silva zum Schuss. Da macht er zu. Donnarumma. Ecke kommt ins Zentrum. Sie bekommen den Ball nicht raus. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Mahrez. Klasse Tackling. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das könnte die Gelegenheit geben. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst. Sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt es halt manchmal. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. João Cancelo. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. Mahrez. Gute Aktion. Sie haben den Ball. Lionel Messi. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Jetzt können sie kontern. Ballverlust Lionel Messi. Und jetzt De Bruyne. João Cancelo. City kommt über außen. In den freien Raum. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Mbappé. Jetzt Sergio Ramos. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Wenn sie den machen, Buschi, dann gibt's noch mal Hoffnung. Aber so... Ja, das war's wohl für heute. Das wissen Sie auch. Wir sehen... Die ersten Fans gehen nach Hause. Die glauben nicht mehr dran. Mahrez. Grealish. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ballverlust PSG. Haaland. Bernardo Silva, macht er den? Szene geht weiter nach diesem Block. Abwehr macht zu. So, damit ist diese Partie also zu Ende. Und für Paris Saint-Germain ist es hier eine Niederlage geworden. Es ist eine knappe Niederlage. Das ist ärgerlich. Aber sie werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Schönes Spiel von Kevin De Bruyne. Wie hast du ihn heute gesehen? Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Megaleistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel. Aber so jemanden aus dem Spiel... Die Fans wollen, dass Haaland schießt. Ist das die Führung? Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Mbappé. Könnte der Ausgleich werden? Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich.